Ich muss einmal den Gregor, unseren Anwalt, bitte schon wieder zum Björn Banane bitten. Der ist schon wieder in der polizeilichen Maßnahme. Autokorso Berlin hat die Aufgabe, die Berliner zu wecken. Wir fahren direkt in die Bezirke, in die Kieze, in die Stadtteile und haben auch immer eine Abschlusskundgebung. Machen natürlich Rabau und machen richtig Lärm, haben Durchsagen, kurz und knackig. Könnt ihr ja gleich mal hören, was ich dazu sagen habe, um wirklich die Berliner von den Matschscheinen wegzubekommen, die nämlich täglich von ARD und ZDF, von der GEZ-Mafia Gehirne gewaschen bekommen. Der Autokorso Berlin hat die Aufgabe, die Berliner hierher zu führen. Denn es ist ganz wichtig, dass wir mehr werden. Wollt ihr den totalen Lockdown? Nein! Was wollt ihr denn? Alle wollen Mauern, das fröhlich fruchtige Kaubonbon. Wollt ihr den totalen Lockdown? Nein! Was wollt ihr denn? Alle wollen Mauern, das fröhlich fruchtige Kaubonbon. Dank FDJ-Merkel und ihren Schergen. Sie müssen sofort ausgetauscht werden. Ach was, der ganze Bundestag muss ausgetauscht werden. Da ist eine Handvoll Leute, die vielleicht für Wahrhaftigkeit stehen. Der Rest sind keine Volksvertreter. Und es muss endlich ein Ende haben, mit Wattebäuschen zu werfen. Wir wollen keine DDR 2.0. Alles, was gesund ist, alles, was Spaß macht, alles, was gut für eure Seele ist und fürs Immunsystem ist, ist uns untersagt. Dank dem Bilderberger und Pharmalobbyisten Jens Spahn sind alle Fitnessstudios geschlossen. Aber ihr könnt alle zu Hause im offenen Vollzug sitzen. Da könnt ihr rauchen wie die Schornsteine. Ihr könnt saufen, was das Zeug hält. Aber dieser Mann will uns was von Gesundheit erzählen oder erklären. Es ist einfach alles geschlossen, was gut ist, denn sie wollen, dass wir nicht zusammenkommen. Sie wollen nicht, dass wir zusammen sprechen. Denn diese Corona-Diktatur hat dafür gesorgt, dass die deutsche Wirtschaft am Boden liegt. Wenn der deutsche Wirtschaftsmotor nicht wieder aktiviert wird, wird die BRD zum Armhaus. Wollt ihr, dass die BRD zum Armhaus wird? Was wollt ihr denn? Alle wollen Mauern, das fröhlich fruchtige Kaubonbon. Die schlimmsten drei Worte in diesem Land seit 2015 sind: Wir schaffen das. Und das schlimmste Symbol auf unserem Planeten, das zeige ich euch jetzt, ist die Merkel-Raute. Schluss mit dieser Scheiße, wir wollen diese Merkel-Raute nicht mehr sehen. Es ist das größte Bundeskanzleramt auf unserem Planeten. Wir sind nur 83 Millionen Menschen, Einwohner. Und diese Corona-Diktatur muss beendet werden. Aber viel schlimmer ist ja, wie auch der junge Elsässer oder Thorsten schon erzählt haben, es geht hier um viel mehr. Und diese Weltordnung, die sie schon seit den letzten 100 Jahren versuchen hier umzusetzen, und Klaus Schwab mit seinen widerlichen Eliten, ja, sein Great Reset, der Plan ist es nämlich, das Bargeld abzuschaffen. Und das ist jetzt hier. Und das Bargeld ist das letzte bisschen frei von uns allen, vom kleinen Mann nämlich. Mit diesen Mitteln, diese Wirtschaft, und deswegen sage ich auch, es ist eine Pandemie. Man will die Weltwirtschaft zugrunde richten, es soll eine Rezession kommen, damit sie ihre neue Währung einführen können, eine digitale Leitweltwährung, nennen wir sie eine chinesische Kryptowährung, egal wie, ihr wisst, was ich meine. Damit kann man jeden Kritiker oder politisch anderen Denkenden wirklich uns vom Boden drücken. Denn stellt euch einfach vor, das Horror-Szenario, ihr kauft die falsche Zeitung, ihr guckt das falsche Pay-TV, habt die falsche politische Meinung, dann wird euer Punktekonto einfach dicht gemacht. Und dann könnt ihr nicht mehr in den Laden gehen und einfach mal euch ein paar Brötchen kaufen mit ein paar Talern. Denn es gibt keine Taler mehr. Die Kinder können sich auch nicht mehr eine Eisdiele bedienen mit einer Kugel und sich einfach mal ein leckeres Eis kaufen. Nein, das gibt es dann alles nicht mehr. Totalbewahrung. Und das ist ihr Ziel. Sie wollen uns alle versklaven. Wir alle sind schon gläserne Menschen, weil wir freiwillig mit einem Smartphone rumlaufen, weil wir auf den Social-Plattformen unsere Angaben machen. Und diese Scheiße muss endlich ein Ende haben. Und ich verstehe nicht, warum auch nicht die Gutmenschen in Berlin, in Prenzlauer Berg und Friedrichshain das nicht verstehen wollen. Sie haben nur ihre Scheuklappen. Sie gucken überhaupt gar nicht mehr, was hier in diesem Land vor sich geht. Aber die Leute sollen hochkommen, sie sollen ihren Arsch bewegen. Und ich will keine Telegram-Helden mehr sehen. Ich will deutsche Freiheitskämpfer auf unseren Straßen sehen. Und wir brauchen keine Steine werfen. Wir können friedlich sein. Unsere Waffen sind unsere Worte.
Und wir fahren jetzt gleich los. Wir fahren in die Berliner Bezirke. Wir fahren einmal durch Pankow. Wir fahren durch den Wedding. Merhaba Wedding. Wir brauchen alle, wir sitzen alle zusammen im selben Boot. Ob arm, ob reich, ob jung und alt. Wollt ihr untergehen wie die Titanic? Was wollt ihr denn? Alle wollen Mauern, das fröhlich fruchtige Kaubonbon. Disclaimer. Wer unbedingt Geld loswerden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up.